Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario Super Mario King. Wir haben die drei Kugeln aus der Karo-Insel uns geholt, werden sie jetzt hier einsetzen. Let's go! Und dann sehen wir, was da Tolles drin ist. Mit der Dreieinigkeit der Kugeln des Verderbens kommen wir jetzt in diesen tollen Turm herein, der für uns die pinke Luftschlange bereithält. Juhu, das Tor ist offen, geil, lass reingehen. Let's go! Erde, Wasser, Feuer, Eis, nicht Luft. Tja, das wird dem Avatar aber nicht gefallen. Cool, cool, cool. Aber ist das dann hier so eine Art Avatar-Schrein-Gedönsel-Dings? Oh, sieht auf jeden Fall so aus. Man wird garantiert alle Pergamentons hier drinnen brauchen. Das sieht voll geil aus von hier aus. Jetzt ohne Witz. Okay, let's go. Erstmal rüberhüpfen und rübergehen und rüber... Okay, das ist ja viel zu einfach. Hä? Wo ist hier... Ah! Wo ist hier jetzt die... Moment, nee. Ah, I see. Ich hätte gar nicht erst fragen sollen, wo da die Herausforderung ist. Ich habe ja meinen Satz nicht mal beendet und die habe ich nicht gelassen. Hätte ich jetzt schon... Ja, alles klar. Man soll sich irgendwas merken. Cool. Das geht genauso behindert weiter wie in der letzten Folge. Da war ich schon retarded. Und diesmal bin ich genauso retarded. So, ich bleibe jetzt auf dem hier drauf. Mir doch egal, was ihr sagt, Leute. Ich bleibe jetzt auf dem hier drauf und chill mein Leben, bis ich hier weitergehen darf. Ganz easy. Hätte ich auf den... muss ich auf den rüber? Muss ich hier rüber? Muss ich da einfach rüberjumpen? Geht das? So, achtet, Leute, achtet. Ich gehe hier rauf, dann gehe ich hier rauf, dann gehe ich darüber, hier rüber, stehe auf dem hier und jetzt chill ich einfach. Ich chill einfach mein Leben. Man muss ja nicht immer alles so stressig machen. Guck mal, da bin ich schon drüben. Gar kein Problem. Was sind das für Wesen hier links und rechts? Oh, die haben auch irgendwelche Kugeln im Maul. Oh nein, was ist denn mit dem Kopf des Erdpergamentons passiert? Es ist ja in zwei Hälften geteilt, ob ihn sowas wohl wehtut. Quatsch, das ist doch nicht der echte Pergamentor, du Dummkopf. Du hast doch das echte Pergamentor schon in dir drinnen, einfach aufgenommen. Das gefällt mir gar nicht, dass hier so viele Gegner sind. Leute, ich mach kurz die Gegner hier weg und werde die ganzen Löcher stopfen. Sehen wir uns gleich wieder, ja? Cool. Okay, das hat gar nicht mal so lange gedauert. Hier war eben noch so ein blauer Typ, der hat mir die Kugel von dem Erdpergamentor mitgenommen. Ist das Erdpergamentor? Ui, der sieht aber traurig aus. Die braucht wohl irgendwas Glänzendes. Aber was nur? Ja, genau, das hat halt die blaue Krabbe mitgenommen. Und diese böse, böse blaue Krabbe. Oh, nee, ich habe keinen Platz mehr. Sad. Tschüss, Powerblock. Ist hier links reingelaufen. Das heißt, wir folgen ihm natürlich. Da hinten. Da hinten ist sie. Ich sehe sie. Ich sehe sie ganz genau. Mann, ist sie böse drauf. Mann, Mann, Mann. Die mobbt mich hier einfach bis zum Ende. So, das Teil sollte runterkommen, nicht wahr? Nee, ist festgeklebt oben. Warum ist hier mal alles festgeklebt? Und ich habe schon gemerkt, ich muss sie einfach nur einmal hauen und dann sterben die schon. So finde ich das angenehm. Wenn man einfach gegen gar nichts mehr kämpfen muss. Geil, so muss auch ein gutes RPG eigentlich sein. Dass man am Ende, einfach egal in welchem Gebiet man drin ist, einfach alles kaputt haut. So, bei den Dingern kann das natürlich sein, dass man da irgendwie reingehen kann. Aber in diesem Fall anscheinend nicht. So wie das in dem ersten Pergamentor-Teil war. Oha, Leute, oha. Bringt uns aber gar nichts. Bringt uns das irgendwas? Knubbel, knubbeln. Und dann können wir der blauen Krabbe folgen. Bitte geben Sie mir dieses Teil wieder. Das gehört nicht Ihnen, sondern ist Eigentum des, keine Ahnung, Pergamentorgs. Okay, es wiederholt sich alles, was man schon mal hatte. Ja, er tut jetzt so, als er da hinten irgendwie immer... Ja. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. I see what you do there, but... Ja, das ist ja belastend. Kann ich einfach auch rein? Ah, ich kann die Dinger hier runter machen. So, da gibt's kein Rein und Raus mehr. Hier auch nicht mehr. So, jetzt hat sich genug ausgekrabbelt, du komische Krabbelmabble. Ich kann da einfach trotzdem lang. Ich kann die Nadel einfach trotzdem lang. Machen wir hier zu. Weil das Maul ist nicht offen. Und wenn ich jetzt runtergehe, dann würde er sich aber wundern. Oh nein, da ist ja zu. Was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt muss er wohl kämpfen. Mal gucken, ob ich klug und dumm bin zugleich. Okay, das war ja schon mal richtig einfach. Und dann, ja, wir haben noch zwei Züge, die einfach darüber. Easy. So, ich habe nämlich auch ein bisschen eingekauft, deswegen konnte ich auch gerade den Powerblock nicht mitnehmen. Ich habe jetzt ganz viele Kollerhammer und die besten Hämmer, die es überhaupt gibt. Und ich hoffe, damit stirbt jetzt jeder One-Hit. Das wäre ganz, ganz toll. Ich habe sogar Hämmer weggeschmissen. Ich hatte davor so Eisenhammer-Gedöns. 39 Damage, sterbt alle. Und nur das Beste für Mario hier rausgehauen. Damit wir wirklich alles one-hitten und ich da nicht so viel Zeit drin vergeude, wie ich das bisher getan habe. Ist ein bisschen dumm, das im letzten Drittel zu machen, aber ein Drittel langt immerhin noch. Ein Drittel sind ja trotzdem 10 Stunden oder was. Zack, alle tot. Ja, so gefällt mir das, so gefällt mir das.
Und da haben wir, was auch immer das ist, ein rotes Juwel. Hier dein roter Klumpen. Sei bitte wieder glücklich. Oh ja, ich habe endlich meinen Klumpen wieder. Damit spiele ich doch immer so gerne. Ah, das war jetzt die Prüfung des Wasserpergamentons quasi nochmal. Jetzt geht man die ganzen Pergamentons nochmal ab. I see. Und jetzt, das ist ja richtig cool. Guck mal, jetzt gehen wir durch den Kopf des Erdpergamentons zum Erdpergamenton. Das ist sogar in der Reihenfolge, in der wir auch die Pergamentons uns geholt haben, ne? Das Wasserpergamenton war, glaube ich, das erste Pergamenton, dann das Erdpergamenton, dann kam das Feuerpergamenton und dann das Eispergamenton. Das heißt, wir sind schon recht weit am Ende dieses Spiels. Dann haben wir vielleicht doch schon mehr als 2/3. Was wollt ihr, Leute? Haben wir schon mehr als 2/3? Ich glaube, wir haben mehr als 2/3. Passiert hier gleich noch irgendwas Böses? Das wirkt mir hier gerade ein bisschen zu... Fällt er einfach runter? Das ist mir zu harmonisch. Oh, hallo kleine Toads. Nein, so viele kleine Toads hier. Aber die sind auch nicht rangeklebt von König Olli. Oh, ich weiß. Unser nächster Gegner wird so ein Tesafilm-Streifen-Dingsbums sein. 100%ig. Das hat er doch bisher immer was damit zu tun. Ja, sorry Leute. Ich habe keine Schere und ich komme auch nicht an euch ran. Von dem her, hängt doch ein bisschen ab, ja? So, ja, ihr kennt's, Leute. Ich stelle mich hier vorne hin, klär kurz den Raum und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Räumchen geklärt. Wir können jetzt entweder die rechte Seite machen oder die linke Seite. Hier ist halt irgendwie so eine Kugel. Keine Ahnung, ob die was... Ah, okay, die Kugel muss hier gegenknallen, damit der Feuerpergamentor Feuer spuckt, damit die Zähne vom Eispergamentor... Wieso gehen eigentlich immer die Zähne vom Eispergamentor kaputt? Aber damit die wegschmelzen, heißt, wir müssen irgendwie da oben langkommen. Hier ist noch eine Treppe, die uns vielleicht irgendwo hinführt. Hier ist wieder alles glitschig und doof. Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Komisches Viech. Wie er immer alles kämpfen will. Nein, gegen dich will ich auch nicht kämpfen. Okay, hier wird wahrscheinlich wieder, man kennt es ja, da ist schon diese Platte. Man wird wieder ein bisschen Rätsel-Action haben. Gegen die will ich trotzdem nicht kämpfen. So, jetzt lass mal gucken, ob ich schlau bin dieses Mal. Höchstwahrscheinlich nicht. Wir können ja erstmal die komischen Krabben hier alle wegmachen. Ob wir die bekommen. 1, 2, 3 und den letzten holen wir auch noch. Bam, 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 bam. Oh, wir sind 10.000 Schritte gelaufen und haben dafür 10.000 Münzen bekommen. Gut, also auf jeden Fall ist unser Ziel erstmal, mit dem ersten müssen wir hier links reinkommen. Und dann mit dem da oben, der steht ja schon richtig, den einfach nach unten sliden und dann sind wir gut dabei. Einfach die ganzen Dinger hier rechts kaputt machen. Genau. Oh, da war ein Loch, alles klar, danke. Aber ja, die hier rechts kaputt machen, dann die beiden und noch den da, wie wäre ich denn in dieses Loch nicht reingefallen? Dann noch den hier, I guess, und dann haben wir es schon. So, und jetzt sliden wir einfach einmal am Rand vorbei. Von diesen Steinen kann man sich ja abstoßen, ne? Ja, genau. Ja, ja, dann funktioniert das auf jeden Fall. Zack, dann wieder dahin, dann wieder nach unten. Nein, ich habe eins zu viel kaputt gemacht. Nee, Leute, guck mal, ich habe das gerade zurückgesetzt. Hier unten ist gar keiner. Hier war nie eine, ich habe die nicht kaputt gemacht. Warte mal, ich probiere doch nochmal was anderes aus. Vielleicht funktioniert das, wenn ich hier nach unten gehe und dann mich nach links... Hä, ich glaube nicht, dass das funktionieren sollte, aber es funktioniert von dem her. I don't give a shit. Und let's go! Whee! Wo führt er mich hin? Achso, ah ja, ja, alles klar, dankeschön. Das war locker nicht so geplant, aber ich wusste jetzt wirklich nicht, was ich machen soll. Okay, das sieht wieder so aus, als wenn das so ein Spiel wäre, wo man sich die einzelnen Platten merken muss. Hatten wir ja auch schon mal. Okay, hinten links, Mitte, Mitte, rechts, Mitte, oben. Oh nee, nein, warum denn so? Okay, ich bin ja völlig lost. Also irgendwie eine S-Form, keine Ahnung. Da, 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 da. Ja, und jetzt? War das jetzt schon nach oben oder nach links? Okay. Dann nach oben. Rechts. Belastend. Okay, dieses eine Viereck ist doppelt. Heißt der, 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 der. So, jetzt nehmen wir dieses Viereck hier mit, müssen wieder zurück. Und dann, glaube ich, den... Dann wieder hoch, links, ah fuck, war das jetzt wieder links oder nach oben? Ich glaube links und dann nach oben. Jetzt noch nach rechts oder rüber? Ich kann jetzt einfach rüber, ne? Okay, ja gut. Und jetzt sind wir oben, können die 1000 Faltarme hier nutzen. Einmal an der Schnur ziehen. Happy Birthday! Und schon wieder gehen die Zähne einfach kaputt. Das sind immer die Zähne bei dem. Der darf einfach keine Zähne haben. Das soll darauf aufmerksam machen, dass die Eisbären alle aussterben.
Und Olivia hat gerade noch einen Joke gemacht, dass der Bär ohne Zähne ziemlich erbärmlich aussieht. Mann, ey, Olivia hat aber auch die besten Sprüche drauf. Krass. So, kann ich die wenigstens mitnehmen? Ja, ich. Oh, wieso kann ich eine Glitzereisblume mitnehmen? Habe ich da nicht genug eingekauft, sagst du? Alles klar, weiß ich Bescheid. So, war das jetzt schon die Prüfung von den beiden Dingern, ist die Frage. Oh Gott, hier sind noch mehr. Alter, der hat ja alles vollgeklebt hier. Der war ja war ganz schön fleißig, der Typ. Aua, lol. Ach, man kämpft gar nicht gegen die, wenn die einen mit dem Hammer treffen. Das ist ja auch funny. Aber wenn man gegen ihn kämpft, dann muss man wirklich kämpfen, deswegen habe ich gar keine Lust zu. Die sind einfach überall tot, das sind auch schon wieder locker 50 oder was. Also sei froh, YOLO King. Nein, auch gegen dich kämpfe ich nicht. Dass du die nicht alle zählen musst. Dass du jetzt aufgehört hast mit dem Zählen. Oh, ist das ein Lebensupgrade? Nee. So, und da oben wird wahrscheinlich der Boss auf uns warten. Heißt, das ist dann wohl was für die nächste Folge, nicht wahr? Weil die Bosse bekommen ja immer ihre eigene Folge. Dann war das heute eine kürzere Folge. Na, wir gucken nochmal nach oben. Aber der wird da sein. Das ist auf jeden Fall die lila eine Luftschlange. Also hier wird der nächste Boss auf uns warten. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle Kanalmitglieder, die Kanalmitglieder sind. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.